Das ist, wenn man Rippen drin hat. So, dann. Was haben wir hier? Da haben wir Tabak. Jawohl, ja. Und das habe ich mit dieser Maschine hier gemacht. Ja, ich habe mich doch endlich dazu entschlossen, so eine Maschine mir zuzulegen. Und der Tabak kommt einfach schöner und besser bei raus. Meine hier, ihr kennt ja meine Nudelmaschine, das ist ja auch eine prima Angelegenheit. Aber der Feinschnitt hier. Übrigens, mit dieser kleinen Maschine, so, ich werde die mal reinholen, mit der habe ich meinen Frieden gemacht. Und zwar aus dem einfachen Grunde, die geht doch ganz gut. Wenn man nicht so viel reinsteckt, aber wenn die dann hart wird und es geht manchmal sehr schwer oder der Tabak ist so feucht und setzt sich hier rein, da habe ich einen genialen Trick gefunden, um das zu beheben. Und zwar hier, ich habe eine Drahtbürste. Und diese Drahtbürste, der Hersteller dieser Maschine möchte jetzt mal wegschauen. So, jetzt läuft die zack wieder. Sehen Sie das? Also wie gesagt, ich bin mit der jetzt doch klar gekommen, bloß ist es ein Lernprozess. Ja, meine, vorher dachte ich immer, viel Ölen und so weiter hilft, aber das hatte mir gar nichts gebracht. Aber seitdem ich mal auf die Idee kam, mit der groben Drahtbürste hier lang zu gehen, und das werde ich dann hier später mal auch machen. Ja, bloß hier komme ich natürlich nicht so gut rein. Aber auch hier geht das. Halt, nicht den Draht mit reinarbeiten. So, Dalle. Uiuiui. So, jetzt werden sich natürlich viele fragen. Ja, der Typ hat uns jahrelang oder fast ein Jahr erzählt, wie toll die Nudelschneidmaschine ist. Und jetzt kommt er doch mit so einer Profimaschine daher. Wobei der Begriff Profi ist natürlich, will ich jetzt nicht sagen. Die nennt sich Tabakmaster Deluxe 100. Und ja, sie hat einen Feinschnitt von 0,8 mm. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber warum habe ich jetzt nun doch endlich mal nach langer Zeit mich dazu entschlossen, mal 90 Euro auszugeben, um mir so eine Maschine zu kaufen? Nun, da will ich Ihnen Folgendes sagen. Warten Sie mal, ich muss mich mal hinsetzen. So, Dalle. Warum habe ich das getan? Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe mal gerechnet. Ich habe also mal gerechnet. Und ich habe es, glaube ich, schon mal in einer meiner Videos erzählt. Ein Durchschnittsraucher, der eine Packung Zigaretten am Tag raucht, gibt pro Jahr 1825 Euro für gekaufte Zigaretten aus.
eine Packung 5 Euro mal 20 Zigaretten. Das sind 7300 Zigaretten, die er im Jahr raucht, beziehungsweise in Tabak umgerechnet 7,3 Kilo. 1825 Euro, meine Damen und Herren. Wenn Sie übrigens einen Zwei-Personen-Haushalt haben, sind das schlicht und ergreifend schon 3650. Für das Geld kriege ich schon drei Gebrauchtwagen. Zumindest sowas, was ich immer kaufe. So, nur so nebenbei. Die andere Rechnung. 3,7 Kilo gekaufter Zigaretten-Tabak im Laden kosten inklusive der Zigarettenhülsen, die man für die Menge braucht, 915 Euro pro Person und Jahr, wenn ich meine Zigaretten selber drehe, mit, ihr wisst ja, mit unserer Tabakstopfmaschine halt eben, und die Hülsen noch dazu kaufe. 915 Euro im Jahr ist auch eine ganze Menge Geld. Wenn Sie zu zweit sind, dann sind das schon 1830 Euro. Aber das nur so nebenbei. Wenn wir jetzt aber im Internet 7,3 Kilo Rohtabak, Tabakblätter aus dem Internet bei eBay kaufen, kosten die ungefähr 135 Euro mit Versand. Durch den Verlust des Entrippens müssen wir jedoch bei der Herstellung vom Feinschnitt am Ende doch mit tatsächlichen 10 Kilo Rohtabak rechnen. Also, Kosten. Im Durchschnitt kostet ein Kilo Rohtabak im Internet bei eBay ungefähr so je nach Sorte und Firma um die 18 Euro. 10 mal 18, also 10 Kilo mal 18 sind 180 Euro plus 45 Euro für die Hülsen, die wir brauchen, sind zusammen 225 Euro. Das hört sich noch gut an, der Preis, im Gegensatz zu 1825 oder irgendwie hierzu 225. Aber wir schaffen es noch viel billiger. Passen Sie auf. Rauchen mit selbst angebautem Tabak dagegen kostet fast nichts, rein theoretisch. Und zwar 7,50 Euro. Für 7,50 Euro kriegen Sie zweimal sechs Tabaksorten Samen zu je 1000 Samen pro Sorte und Päckchen. Das sind ungefähr 12.000 Samen. Damit können Sie 10 Fußballfelder mit bepflanzen. Ich weiß, das hört sich irre an, aber es ist tatsächlich so. Also, mit 7,50 Euro haben Sie für die nächsten 2-3 Jahre genug Samen, um jede Menge zu verschleudern aus Versehen, wenn man es aussät, weil man kriegt es ja gar nicht hundertprozentig Samen an Samen. Da haben Sie 3 Jahre, können Sie da Ihren Tabak aussehen in den verschiedensten Sorten halt eben, die es gibt. So, und dann kommen halt noch die Hülsen dazu, das sind 45 Euro. Wir rechnen das ja um, für 7300 Zigaretten kosten die Hülsen, wenn Sie 250 Hülsen kauft oder 200, je nachdem welche Firma, sind rund 45 Euro im Jahr. Das sind zusammen 52 Euro und 50 Cent, die Sie beim Tabak selber anbauen, ausgeben, im Gegensatz zu 1825, und dann haben sie noch einen Haufen scheiß Chemie in den Zigaretten, die sie kaufen. Gut, dann will ich jetzt nicht drauf eingehen halt eben. Ich will ja hier keinen. So, und aufgrund dessen, dass ich im Jahr praktisch rund 1750 Euro spare, ja, habe ich mir gedacht, Mensch, da ist doch so eine Profimaschine vielleicht doch mal angebracht. Ich habe jetzt damit ungefähr 2,5-3 Kilo durchgejagt und sie funktioniert eigentlich immer noch recht gut. Ich habe noch keine Probleme damit gehabt. Man muss sie fest am Tisch festmachen, am besten auf dem Brett, wie ich es habe. Auf dem Brett, ich zeige das mal, damit man das sieht. Ich habe sie, man gibt da so eine Löcher, da kann man sie irgendwo festmachen. Ich habe sie auf dem Brett festgemacht und dann mit einer Klemme am Tisch. Weil sonst saust die ihnen durch die Gegend, weil sie können mit der Maschine natürlich genauso gut Sie sehen, sie können auch mit der Bohrmaschine arbeiten, also das ist jetzt auch nicht das Problem. So, würde ich aber nicht machen. Ich habe festgestellt, mit der Hand hat man viel mehr Gefühl für Rippen. Und ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber meine, was bringt es, wenn ich sowas zeige
und nicht zeige, wo man es kaufen kann. Die, die ich gekauft habe, die ist von der Firma Tabakmaster oder bei Amazon findet man sie unter dieser Adresse. Das ist das Modell Tabakmaster Deluxe 100. Jo, wie gesagt, und hier auf dieser Webseite, da kann man sich schlau machen, hat 89,90 € gekostet, also rund 90 Euro. Und ich hoffe, dass die mir die nächsten Jahre doch gute Dienste leistet. Dann, wie gesagt, wer 1750 Euro im Jahr einspart, der kann sich für 90 Euro auch mal eine vernünftige Maschine leisten. Die, wollen wir ehrlich sein, unsere Nudelmaschinen sind in Ordnung und zur Not ist es eine prima Sache. Und wenn man auch nicht viel Geld ausgeben will und vielleicht nicht so viel raucht, aber wer normaler Raucher ist und eine Packung Zigaretten am Tag verschmuckert, der ist vielleicht da besser dran. So, ja, das mal nur ganz kurz zu dem Thema. Ja, mehr gibt es da im Moment nur nichts zu sagen. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und wollte euch nur mal meine neue Maschine zeigen. Und was wichtig ist, die Sache, wenn ihr so eine kleine Maschine habt, gebt nicht auf, so wie ich. Ich habe aufgegeben, habe immer gesagt, Mensch, ich habe nicht gesagt, dass es schlecht ist, aber ich habe gesagt, dass ich mit der Maschine nicht gut zurechtkomme und dass sie schwergängig ist mit der Drahtbürste. Und dann schauen Sie mal hier, wie die wieder läuft. So, das wollte ich eigentlich nur noch zeigen. Die kleinen Kosten übrigens gibt es, glaube ich, auch bei der Firma. Ja, kann man bei denen auch kaufen. Die kleine kostet so, glaube ich, 24 Euro. Also, wer nicht so viel raucht, sagen wir vielleicht bloß 10 Zigaretten am Tag. Für den ist es kleiner, aber wer mehr raucht oder wo die ganze Familie raucht, da sollte man sich doch überlegen. Gerade bei einer Familie lohnt sich sowas. Und gleich vorweg, was ich festgestellt habe, man kann mit der Bohrmaschine arbeiten, aber ich habe festgestellt, mit der Hand, da schont ihr die Maschine viel mehr und ihr habt Gefühl, wenn dicke Rippen dabei sind. Die Bohrmaschine, die reißt immer alles rein und finde ich nicht so gut. Nehmt den Hebel, das ist dann Sport für die Armgelenke, ist ja auch was wert. So, damit mache ich jetzt aber erstmal Schluss und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich werde hier das Arbeiten mit meinem Tabakmaster 100 genießen, weil ich habe nämlich noch vom letzten Jahr habe ich noch ein bisschen was übrig. Ja, also vor dem Braunen. Und dann geht's los. Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und mal gucken, was ich als nächstes bringe. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Wer mit dieser Maschine hier arbeitet, der muss ganz streng darauf achten, dass der Tabak nicht zu nass und dass der Tabak nicht zu trocken ist. Ist er zu trocken, kommt da bloß Staub raus und ist er zu nass, geht es sofort sehr schwergängig und man kommt kaum mit der Hand durch. Also, man muss genau sich mal mit Erfahrungswerten halt eben, die man sich selbst erarbeiten muss, muss man schauen, wie feucht oder wie trocken darf der Tabak sein, den ich mit dieser Maschine hier durchjage. Die kleine Maschine dort nebenan, die ist schon so alt, beziehungsweise schon so durchgenudelt. Die ist auch so ein bisschen locker, aber ich muss sagen, die steckt das sogar etwas besser weg, weil sie nicht mehr so hundertprozentig genau schneidet. Also sie schneidet immer noch gut, aber nicht mehr hundertprozentig genau. Die ist nicht so ganz so schlimm empfindlich, da muss er schon sehr feucht sein. Aber die neue Maschine hier, die ich jetzt ungefähr so 3 Kilo ausprobiert habe, da habe ich festgestellt, gerade bei braunem Tabak, da muss man sehr, sehr genau aufpassen, welchen Feuchtigkeitsgrad der Tabak hat, dass dieses Rädchen da drinnen das Schneidwerk nicht verklebt oder dass, wenn es zu trocken ist, dass es nicht zerbröselt, der Tabak, und nur Staub rauskommt. Das wollte ich dazu noch kurz sagen, nicht, dass es hinterher heißt, boah, der hat die Maschine gar nicht ausprobiert.